Video von mir. Wie ihr vielleicht am Titel schon erkennen konnte, wir sind zum zweiten Mal schwanger. Oh mein Gott. Ich kann es immer noch überhaupt nicht glauben, weil es ist auch total unverhofft gekommen, aber unverhofft ist ja immer am schönsten, wie man sagt. Wie vielleicht einige von euch wissen, habe ich PCO und kann eigentlich auf normalen Wege nicht schwanger werden. Clara ist damals mit einem tabletteninitiierten Zyklus entstanden, mit Clomifen. Und wir dachten, beim zweiten Kind müssen wir wahrscheinlich nochmal genau dieselbe Prozedur durchziehen. Deswegen hatten wir im Januar schon mal die Pille abgesetzt, weil wir uns gedacht haben, wir wollen im Juli starten mit dem Kinderwunsch. Und ich hätte am... Ihr merkt, ich bin jetzt schon ein bisschen kurzatmig, aber auch total aufgeregt. Ich hätte am 8. Mai meinen regulären Frauenarzttermin gehabt zur Kinderwunschbesprechung. Da wollten wir einmal gucken, was so meine Gebärmutterschleimhaut macht, wie sich meine Hormone verhalten ohne Pille und ja. mir war die Tage davor aber immer schon so übel und ich hatte dauernd Kreislaufprobleme, einen ganz niedrigen Blutdruck und habe immer schon zu Jonas gesagt, irgendwie fühle ich mich momentan überhaupt nicht gut. Und dann waren wir am Samstag, den 5. Mai, bei unseren Nachbarn drüben grillen. Und da hatten wir ganz nett zusammengesessen, haben gegessen. Und auf einmal ist mir schon wieder so übel geworden, dass ich echt kurz davor war, rüber zu gehen und zu sagen, sorry Leute, ich muss mich mal eben kurz hinlegen, weil mir sowas von schlecht ist. Aber ich bin dann kurz aufgestanden, mit Clara einmal durch den Garten gegangen und dann ging es auch wieder. Aber als wir dann hier oben waren, habe ich ganz spontan zu Jonas gesagt, du, ich mache mal eben einen Schwangerschaftstest. Wir haben ja noch einen hier im Badezimmer liegen. Bis gleich. Ja, habe mich also ins Badezimmer zurück verkrümelt, habe auf den Schwangerschaftstest bzw. in einen Becher gepinkelt, habe den Schwangerschaftstester eingestippt, habe ihn vor mich auf den Fußboden gelegt, habe mich dann abgeputzt, habe mich umgedreht, habe die Spülung gedreht, bin aufgestanden, wollte meine Hose hochziehen und sehe schon, dass da zwei Streifen sind und dachte so, oh mein Gott, was ist denn das jetzt? Das kann doch überhaupt nicht sein. Man muss nämlich dazu sagen, dass ich seit Januar nicht meine Periode hatte. Also wussten wir im Endeffekt auch gar nicht, wo ich überhaupt stehe. Ich war total wie vor den Kopf geschlagen. Ich habe mir gedacht, wie kann ich denn jetzt schwanger sein? Ich hatte ja noch nicht mal meine Periode. Und Jonas und ich haben eigentlich verhütet. Außer das eine Mal. Und das kann doch nicht sein. Wieso werde ich auf einmal aus dem heiteren Himmel schwanger? Also wir waren wirklich, also ich war wirklich baff. Und dann, ich bin auch nur, ich hatte hier den Test und bin nur so aus dem Badezimmer rausgelaufen und guck Jonas an. Und habe am ganzen Körper gezittert und er guckt mich so an und sagt, nein, wieso doch, wir sind schwanger. Und ja, wir konnten das irgendwie gar nicht glauben. Er meinte dann gleich, der ist doch negativ, also falsch positiv negativ, weil der ist ja schon abgelaufen seit 2 Monaten. Und ja, Jonas konnte es auch überhaupt nicht fassen. Ich bin sofort wieder zum Handy gelaufen, habe meine beste Freundin via FaceTime angerufen, weil sie ja auch Arzthelferin ist bei meinem Frauenarzt und habe ihr, so wie bei der ersten Schwangerschaft auch schon live meinen Schwangerschaftstest gesagt und sie meinte auch nur, ja, Glückwunsch, ihr seid schwanger. Also es war wirklich, ich konnte das nicht realisieren, das ging einfach nicht in meinen Kopf rein. Und wie gesagt, wir hatten Samstag und wir hatten dann am Dienstag ja meinen regulären Termin für die Kinderwunschbesprechung und den habe ich dann natürlich dann auch wahrgenommen, weil ich ja auch wissen wollte, wo stehe ich denn jetzt überhaupt? Ich hatte ja gar keinen Anhaltspunkt, weil wie gesagt im Januar die Pille abgesetzt, jetzt war der 5. Mai. Ja, gut, dann war ich dann am Dienstag bei der Frauenärztin,
habe sie begrüßt und sie meinte, na, was machen wir denn heute Schönes? Und ich so, ja, eigentlich war ich heute hier wegen der Kinderwunschbehandlung oder Besprechung, aber ich bin schon schwanger. Und sie so, nein, und wie schön ist das denn? Und das ist doch gut, dann haben wir uns, also können wir uns diese ganze Tortur sparen. Und sie war auch total glücklich. Und ja, dann haben wir uns halt auf den Stuhl gesetzt und haben einmal geguckt. Und da konnte man noch gar nicht wirklich irgendwas erkennen. Und das war natürlich dann so ein richtiger Dämpfer, weil wir halt auch nicht wussten, wo im Zyklus stehe ich jetzt überhaupt. Bin ich vielleicht schwanger, aber das Kind ist vielleicht, also hat sich nicht richtig entwickelt. Es hätte ja auch sein können, dass ich schon in der, keine Ahnung, 12. Woche bin, aber das Kind hat sich halt einfach nicht richtig entwickelt und ist quasi eine Fehlgeburt, die aber vielleicht nicht abgegangen ist oder sonstiges. Also man konnte auf jeden Fall noch nicht viel erkennen, außer eine kleine Fruchtblase mit einem kleinen Dottersack. Und ja, das war natürlich dann erstmal so ein Dämpfer. Sie meinte, auf jeden Fall schon mal Glückwunsch, Sie sind auf jeden Fall schwanger, aber wir können noch nicht sehen, sehen Sie ja selber. Also kommen Sie nochmal in, ich glaube, ich musste 4 Wochen warten, genau. Ich hatte den nächsten Termin dann am 1. Juni, also kurz vorm Urlaub. Wir waren jetzt 2 Wochen auf Fuerteventura und ja, bin natürlich mit Herzklopfen hingegangen, habe mir schon nachts die schlimmsten Szenarien ausgemalt. Oh mein Gott, jetzt muss ich noch kurz vor meinem Geburtstag, also am Freitag war ich ja beim Termin und Montag hatte ich Geburtstag. Und dann hatte ich schon so im Kopf, jetzt musst du noch vor deinem Geburtstag zur Ausschabung und so kurz vorm Urlaub und wie machst du das alles? Also irgendwie hatte ich ein total schlechtes Gefühl. Aber ich wurde eines Besseren belehrt, also das Kind hatte sich bis dahin echt super entwickelt. Wir konnten auch anhand des Kindes und der Größe dann ungefähr den ET bestimmen und die Schwangerschaftswoche. Ich habe jetzt meinen ET am 11.01. Ist ein bisschen unpassend, weil mein Vater da den 60. Geburtstag hat. Aber ich hoffe, dass ich wieder übertragen werde und das Kind nicht an seinem 60. Geburtstag kommt. Und genau, am 1. Juni war ich also in der 9. Schwangerschaftswoche, also genau 8 plus 0. Ist gut zu merken, weil bei Clara hatte ich auch immer am Freitag den Wochenwechsel. Genau, das Kind war am 1. Juni bei 8 plus 0 1,96 cm groß. Ich würde euch jetzt so gerne meine Ultraschallbilder zeigen, aber ich, Dussel, habe Jonas eben den Wickelrucksack mitgegeben. Der ist nämlich mit Clara zu seiner Mama gefahren und da ist mein Mutterpass drinne. Super vorbereitet. Schatz, ich drehe heute mein Schwangerschaftsupdate. Ja. Genau, es war also alles super und wir konnten beruhigt in den Urlaub fliegen. Die Ärztin hatte auch gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem. Man sieht es heutzutage viel zu eng. Es ist nicht schlimm, in der Frühschwangerschaft zu fliegen. Man macht da eigentlich eher so Panik. Also ich sollte halt nur darauf achten, dass ich viel trinke, dass ich vielleicht nicht den ganzen Flug über, also 4,5 Stunden sitze, sondern ab und zu aufstehe, mir die Beine vertrete, aber sonst keine Probleme. Ja, Urlaub hatte auch super geklappt. Ich war in der ersten Woche einmal krank, Clara war erkältet und da lag ich auch 2 Tage flach mit 39,5 Fieber. Das hat mich wirklich schon umgehauen, das hat man gemerkt, dass ich schwanger bin und ich habe sowieso einen sehr, sehr niedrigen Blutdruck und das war eigentlich so das Einzige, was ich jetzt im Urlaub nicht vertragen hatte. Und jetzt hatte ich am letzten Freitag, als wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind, meinen Frauenarzttermin. Da war ich dann bei 12 plus 0 am 29. Juni und das Kind ist weiterhin perfekt entwickelt. Wir müssen uns keine Gedanken machen. Die kritische Phase ist um. Ich bin jetzt aktuell bei 13 plus 0, also in der 14. Schwangerschaftswoche. Unser kleines Wunder war 6,5 cm groß, hat sich ordentlich bewegt. Wir haben kein vernünftiges Ultraschallbild hinbekommen, weil es sich die ganze Zeit nur gedreht hat und geschuckelt und ist ein kleiner Zappel-Philipp. Ich bin sogar schon fast der Meinung, es ab und zu spüren zu können. Also man sagt ja oft, dass man das in der 2. Schwangerschaft früher spürt, weil man ja auch weiß, wie sich das anfühlt. Und irgendwie habe ich schon ab und zu das Gefühl, dass es halt so flattert. Aber ich will mich dann noch nicht so drauf versteifen. Man freut sich dann einfach schon so, war es gerade wirklich das Kind? Also ich kann das immer noch nicht realisieren. Ich bin irgendwie immer noch so auf Wolke 7 und
Ja, das war wirklich eine riesengroße Überraschung und ein Riesenwunder. Aber eigentlich war der Plan, dass wir halt jetzt erst starten, so ab Juli. Und jetzt sind wir einfach schon mal in der 14. Schwangerschaftswoche. Oh mein Gott, ich werde schon bald Mama sein. Genau, den nächsten Termin habe ich jetzt in 3 Wochen, am 27., glaube ich. 27.07. Schwangerschaftsdemenz ist schon richtig in den vollen Zügen. Also ich bin von der Schwangerschaftsdemenz in die Stilldemenz gegangen und jetzt gleich wieder in die Schwangerschaftsdemenz. Super. Genau, kommen wir zu meinen Beschwerden. Ich habe, wie gesagt, die ersten Wochen oder auch immer noch ganz stark Morgenübelkeit gehabt. Jetzt ist es seit ungefähr 4 Wochen zur Abendübelkeit gekommen. Also ich habe so starke Abendübelkeit, dass ich mir teilweise noch nicht mehr die Zähne putzen kann, weil sobald ich mit der Zahnbürste in den Mund komme, kommt bei mir alles hoch. Ich habe aber auch schon bei Clara das Glück gehabt, obwohl ich diese starke Übelkeit habe, muss ich mich nicht übergeben. Das erste Mal habe ich mich jetzt im Urlaub übergeben, als ich so stark Fieber hatte, weil ich da einfach so schwach war. Weiß ich nicht. Ich bin noch nicht mal zur Toilette gekommen. Also Jonas musste mir helfen. Und sobald ich einfach hochgekommen bin, dadurch, dass ich es auch nicht zum Essen, zum Buffet geschafft habe, habe ich mich einfach nur übergeben. Sobald ich Wasser getrunken habe, hochgekommen bin, musste ich mich einfach nur übergeben, weil mein Kreislauf total im Keller war. Aber ansonsten habe ich es toi 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 noch nicht gehabt, dass ich mich großartig übergeben muss. Ich habe einfach nur diese starke Übelkeit. Ich habe auch momentan sehr starke Unterleibskrämpfe. Mein Bauch wächst aber auch wirklich extrem schnell. Also das merkt man schon, dass es die zweite Schwangerschaft ist. Leider habe ich bei der ersten Schwangerschaft meinen Bauchumfang nicht regelmäßig gemessen. Deswegen habe ich keinen Vergleich, aber er ist auf jeden Fall jetzt schon größer als in der ersten Schwangerschaft. Und das merke ich. Also die Frauenärztin meinte auch, Gebärmutter und alles ist schon super. Also sie versteht auch meine Unterleibskrämpfe. Aber das ist auch schon sehr, es schränkt mich schon ein, weil ich werde morgens eigentlich immer wach mit starken Unterleibskrämpfen und dann dauert das auch bestimmt eine halbe Stunde, Stunde, bis ich so richtig in Gange komme, weil das so starke Magenkrämpfe sind, dass ich auch meistens zur Toilette laufe, weil es eher so eine Art, hört sich jetzt wieder doof und eklig an, aber es ist nun mal so, sind eher so Durchfallkrämpfe. Aber von der Geburt her weiß ich halt, dass sich das ja auch alles so. Es ist einfach so der Magen-Darm-Trakt, das sich zusammenzieht. Aber ich habe dann auch keinen Durchfall. Ich habe einfach nur diese starken Unterleibskrämpfe. Und wenn man sowas hat, sitzt man halt am liebsten auf Toilette, ne? Ist nun mal so. Genau. Habe ich noch irgendwas? Genau. Kreislaufbeschwerden ganz stark. Ich habe schon unschwanger meistens nur einen Blutdruck von 100, 110 zu 60 oder 50. Das merke ich natürlich jetzt wieder extrem in der Schwangerschaft. Mein Blutdruck ist weiterhin sehr niedrig. Ich muss mich ganz oft hinsetzen. Ich habe ganz oft diesen Drehschwindel. Ich kann nicht zu schnell irgendwo aufstehen. Jetzt hatte ich das auch ganz stark, als wir aus dem Urlaub, also wir sind jetzt 2 Wochen aus dem Urlaub zurück. Und die 2 Wochen lag ich jetzt eigentlich auch fast den ganzen Tag nur auf dem Sofa, weil ich so eine Kreislaufprobleme hatte. Da tat mir Clara auch wirklich schon leid. Aber sie musste sich dann hier alleine beschäftigen, größtenteils, weil ich einfach nicht konnte. Ich habe mich so schlapp gefühlt. Kann natürlich auch am Wetter liegen, weil das auch sehr, sehr warm war. Aber es wird jetzt langsam besser. Und in den ersten Wochen hatte ich auch krasse Müdigkeit. Also ich bin echt froh gewesen, dass ich nicht gearbeitet habe, weil in der ersten Schwangerschaft so mit Schichtdienst und so war das auch ganz schön hart. Aber jetzt bin ich froh gewesen, ein kleines Kind zu haben, das immer Mittagsschlaf macht. Also ich musste mit Clara jeden Mittagsschlaf mitnehmen. Ich bin sonst nicht in den Quark gekommen. Ich habe mich gerade nach dem Mittagessen immer so erschlagen gefühlt, dass ich mich jedes Mal dankbar mit hingelegt habe. Genau. Ansonsten geht es mir eigentlich gut. So die typischen Schwangerschaftsbeschwerden habe ich eigentlich. Und ich muss mich einfach immer wieder daran erinnern, dass ich schwanger bin. Also in der ersten Schwangerschaft hat man das irgendwie bewusster wahrgenommen. Und jetzt so in der zweiten Schwangerschaft läuft das irgendwie schon so nebenher. Also du hast ja hier deinen Haushalt, den du schmeißen musst, du hast dein Kind, was du versorgen musst, deinen liebenden Ehemann natürlich und irgendwie fällt so die Schwangerschaft immer unterm Tisch. Also
hätte ich jetzt nicht jeden Morgen diese Magenkrämpfe oder auch ab und zu mal so Kreislauf, dann würde ich gar nicht daran denken. Also klar ist mein süßer Bauch da, den ich meistens halt sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Toilette gehe und mein T-Shirt hochziehe und denke, oh, hallo. Aber man muss sich das wirklich ins Gedächtnis rufen, weil man nicht den ganzen Tag rumschweben kann wie auf Wolken, oh, ich bin schwanger, sondern es muss sich einfach weitergehen. Genau. Das war's soweit. Ich nehme oder habe aktuell genommen Femibion, das habe ich auch schon in der ersten Schwangerschaft genommen. Die Einsatztabletten nimmt man ja von der Frühschwanger, also in der Frühschwangerschaft. Man kann sie entweder schon ab Kinderwunsch nehmen und dann bis zur 12. Woche, aber Femibion hat jetzt auch die Nuller rausgebracht, die man in der Kinderwunschzeit nehmen kann. Genau, und mit denen fahre ich eigentlich am besten. Da ist halt Folsäure drin und Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Biotin, Jod, Vitamin C, D und E und ganz, ganz viel. Und ich vertrage sie, wie gesagt, super. Ich hatte mir einmal kurzzeitig Folio geholt, weil das ja deutlich günstiger ist, aber mit denen bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen, weil die Tabletten waren halt nicht überzogen. Es waren halt nur ganz kleine Mini-Tabletten, aber dadurch, dass sie nicht überzogen waren, sind sie mir immer im Hals stecken geblieben und da bin ich echt verwöhnt. Also dann nehme ich lieber meine bestimmt dreimal so teuren Femibion-Tabletten ein, die aber wenigstens überzogen sind, weil ich die deutlich besser schlucken kann und das hat für mich schon eine hohe Qualität, Lebensqualität, wenn ein eh immer schon so übel ist. Genau, die gibt es aber auch in der Online-Apotheke deutlich, deutlich günstiger. Also wenn ihr auch Interesse habt, müsst ihr mal zum Beispiel bei Apotal oder so gucken. Da bestelle ich die immer in einer großen Vorratspackung und dann sind die echt günstig. Ja, das war es soweit erstmal zum Schwangerschaftsupdate. Das sollte auch eigentlich nur so eine kurze Verkündung sein, dass wir schwanger sind, unser zweites Wunschkind erwarten. Jetzt sich doch alles zum Guten gewendet hat, ich schon mit Jonas so einen Horror im Kopf hatte, oh mein Gott, wie schnell klappt es diesmal? Müssen wir wieder Clomifen nehmen? Müssen wir diesmal in die Kinderwunschklinik vielleicht? Oder und jetzt hat sich einfach unser kleines Wunder von ganz alleine eingeschlichen und es ist wirklich ein Wunder. Also ich kann es bis heute nicht fassen und realisieren und bin dem lieben Gott da oben einfach nur dankbar, dass es diesmal auf natürlichen Wege geklappt hat und bin überglücklich. Genau. Am Ende blende ich euch, denke ich, nochmal meinen Bauch ein. Das ist für mich auch so eine schöne Erinnerung. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr freut euch auf die nächsten Schwangerschaftsupdates. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch bei meiner Schwangerschaft mitnehmen kann, dass ihr mich begleiten könnt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt mich gerne. Vielleicht auch Videovorschläge, was ich demnächst mal abdrehen soll. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!